Ja, Raps, das ist auch gut beschrieben jetzt hier. Und mit Seemaschine auffüllen, R. Gut gemacht. Fahren Sie jetzt in dem Feld, das Sie mit einem blinkenden grünen Ring auf der Karte markiert ist, und berühren Sie dort das Fragezeichen. Wie viele Felder habe ich jetzt hier? Komme ich nicht durch, wie ich gerade sehe? Zu 29, okay. 29, 29. Dam, da, dam, da, dam. Zeit zum Sehen. Wählen Sie die Fruchtsorte, die Sie wählen wollen, und senken Sie das Seemaschine und fahren Sie übers Feld. Gerne. Ach so, faul. Scheiße. Ich werde gleich mal links machen hier am besten. Wollen Sie mehr über die Arbeitsschritte wissen, können Sie das Tutorial zum Hauptmenü starten. Jetzt springen wir zum letzten Teil dieser Tour. Wechseln Sie erneut den Traktor, ob für das... Wollen wir mal... verlassen Sie das Fahrzeug und... Na gut, es geht nicht weiter runter. Das ist gut, ich dachte schon, hier geht es hier weiter runter. Wechseln Sie erneut zum Traktor, der das nächste Fragezeichen neben sich stehen hat, und verlassen Sie das Fahrzeug, um die nächste Nachricht zu aktivieren. So, machen wir Helfer. Ich habe so schief davon gemacht. Okay. X, nix. E wollte ich haben. Nee. Die Fahrzeughändler. Hier können Sie Ihre Fahrzeuge und Geräte verkaufen oder neue Aufrüstung kaufen. Danke. Sie können den Händler entweder persönlich aufsuchen, indem Sie das Einkaufssymbol aktivieren, oder Sie können ihn mit dem unten gezeigten Button jederzeit aufrufen. Und damit sind Sie am Ende dieser Tour angelangt. Ende der Tour. Sehen Sie sich um nach weiteren Fragezeichen, welche Ihnen Informationen über spezifische Spielelemente geben. Sie können auch einen der Telefonzellen aufsuchen, um weitere Erläuterungen zu erhalten. Viel Glück und Spaß in der Welt der Landwirtschaft. Ja, gehen wir gleich zum nächsten Fragezeichen hier hin. Landmaschinenhändler. An dieser Stelle können Sie sich neue Fahrzeuge, Geräte, Tiere zulegen und alte Maschinen verkaufen. Neu erstandenes Equipment erscheint immer hier auf dem Platz, und Tiere werden automatisch zur entsprechenden Stelle transportiert. Aber mal gucken, was es hier so Schönes gibt hier. Warum steht schon was da, aber nur ein Bild. Halt, muss ich Enter drücken, ne? R. Sonderangebote, was haben wir denn hier? Sonderangebote, toll. Keine Fahrzeuge gefunden. Super. Traktoren, was haben wir hier? So schöne Hillenmänner, Mondam, Bam, 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 Lindner, Steyr, Same, New Holland. Ah, da sind schon einige Traktoren bei jetzt. Hier auch hier so ein Raupending hier, was für die Forstwirtschaft wahrscheinlich geeignet ist. Frontlader, da gibt es auch ganz schön viele Auswahl. Oh, sogar ein LKW jetzt, MAN. Kein Volvo, kein Scania? Naja. Egal, Hauptsache Sie haben die Rechte dazu. Sampo Rosely, New Holland, Case, New Holland. Hier so ein Skorpionstachel, wollte ich gerade sagen. Wie heißt er auch so, weiß ich nicht. Die Sägewerk. Kann man auch Informationen holen oder Fruchtart? Ja, okay, kann man noch einsehen hier, welche Fruchtarten. Krass.
alles vier. Natürlich, das wäre geil. Da kann ich alles machen, Gras mähen und gleichzeitig hier ernten. Schneidwerke. Unterhaltskosten 5 Euro am Tag. Passend hier Schneidwerke. Wofür waren die Schneidwerkwagen? Können Schneidwerke sicher transportiert werden? Ach so, das ist der Transport von den Schneidwerken, von den Dingern hier, von den, sag mal schnell, von diesen hier. Das ist das Schneidwerk und das ist der Transporteur. Falls man das separat hier transportieren möchte, kann man es da aufladen und dann wegbringen. Hier haben wir diese Sämaschinen, diese Krautschläger für Kartoffeln und sowas. War ganz schön teuer, ne? 479.000 so einer hier, aber der sieht schon cool aus. Das ist natürlich das Endziel. Rübenernte macht er dasselbe. Bevor man hier den kauft, die beiden, ne, kauft man, spart man lieber auf den hier. Da kann man nämlich den anderen wieder, ne? Maxtron. Ach Mist, ich dachte, wir sind der gleiche. Na toll. So, hier haben wir jetzt hier Anhänger. Auch einige Auswahl. Hier hat man noch so ein Dolly, dient als Bindeglied zwischen Auflieger und Traktor. Wofür der genau ist, weiß ich nicht, ob man den braucht unbedingt. Jetzt haben wir hier noch die Pflüge. Der ist natürlich der schönste, der ist der größte. Arbeitsbreite 6 Meter. Besser als diesen kleinen, den ich besitze, mit 1 Meter. Mit 2 Metern. Dann lieber so ein 6 Meter Ding. Weil der blaue ein bisschen breiter aussah, ne? Aber das ist nur 6,5. 4,5 und der hat 6 Meter. Ja, Grupper. Da gibt es auch verschiedene, natürlich. Der ist der beste, 12 Meter Breite. Kostet auch am teuersten, 98.000. Das ist die Sämaschine. Auch schöne Dinger bei. Das ist hier Düngestreuer, okay. Besitze ich gar keinen. Das ist auch ein Spritzen gegen hier Pestizide und sowas hier für Düngespritze. Was haben wir hier? Miststreuer. Verschiedene Tanks hier und hier verschiedene Sachen. Was ist das hier? Das ist hier Güllefässer, werden durch die Eintragssteigerung von Feldern benutzt. Okay, das ist der gleiche Tank wie hier, bloß ein bisschen kleiner. Arbeitsbreite 3 Meter. Das ist der Gülletransporter wahrscheinlich. Der fällt. Grand Container, ja. Haben wir einen Dolly. Okay, hier verbrauchen die Dollys da, was ich vorhin gezeigt habe. Mähwerk können krass schneiden, ja, das ist sehr schön. Was haben wir denn hier? Das ist hier der Zeter. Wenden von krass benutzt. Das ist hier ein Schwader, um krass Heu und Stroh in Bahnen auszulegen. Okay. Das ist wahrscheinlich hier die Aufnahme von Stroh. Transporten von Heuballen hier. Oder hier. Ballenpresse. Futtertechnik. Sieht auch geil aus hier, aber 116.000 kostet der. Gewichte. Dann haben wir hier noch die Transporte. Hier brauchen wir einen LKW, den MAN zu. Baumtransport. Kettensägen. Kann man die selber benutzen? Cool. Keine im Bereich. Lizard. Das ist so ein. Den Wagen gibt es, glaube ich, gar nicht. Lizard. Weiß ich gar nicht. Auto fährt schneller als Traktor, das ist klar. Radlader.
Teleskoplader, das ist hier für verschiedenste Dinge gestapelt und gelagert werden, ja. Das ist hier ein Tieflader für Baumstämme, denke ich mal, oder Transport, die Autos, für Autos, genau, Fahrzeuge, falls irgendwelche liegen geblieben sind oder sowas. Dann haben wir hier Bienenhaus, Treibhaus, Tomaten. Hier Reinigung. Solaranlage. Boah. Einnahme 190 Euro die Stunde. 2000 in der Stunde. Aber kostet gleich 1 Million mehr. Das ist das Ziel, ne? Um möglichst wenig arbeiten und viel Geld verdienen. 30 Euro die Stunde. Das ist nicht viel. 190 ist natürlich schon viel besser, aber auch gleich dreimal so teuer, ne? Warte mal, wie teuer? 20.000. Boah, nicht dreimal, sondern fast 10-mal so viel, ne? Sechsmal. Esche. Da kann man nichts mit anfangen. Das sind die ganzen Birnen, Tannenbäume und sowas hier. Bringt alles gar nichts ein hier. Ahorn, Eiche ist nur Verzierung. Und die Pappel. Tiere. Huhn kostet 70, Kuh kostet 2,5. Auch teuer, ne? Und das war's. Zurück. Und Garage. Das ist meine Garage, die habe ich alles hier, okay. Zurück. Zurück. Ja, da haben wir schon mal das hier aufgedeckt hier, was ja so man kaufen kann. Und ich würde sagen, ich beende mal hier die Aufnahme. Weil wir fahren noch ein bisschen rum hier, genau. Was haben wir hier vorne? Scheint der Verkauf zu sein. Parkplatz. Halt. Geldautomat. Lass mich rein, das ist nett. Aber nicht hier raus, ne? Biomasse-Heizkraftwerk. Diese Anlage versorgt den naheliegenden Dorf mit Heizwärme. Sobald Sie in den Frontfrostgeschäft einsteigen, können Sie einfach eine Hackschnitzel hier abladen und verkaufen. Okay. La 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 la. Da drüben auch noch was. Das war die Tankstelle. Ja, die Feier gefahren. Diese Fahrt, Ihr Fahrzeug mögen Treibstoff, den Sie hier etwa gegen Geld auftanken können. Entlang der Hauptstraße finden Sie weitere Tankstellen. Wo ist jetzt mein Hof? Eine schöne Landschaft hier wieder. Da oben war mein Hof. Dann 20. Aber kurz was dran gefällt hier, ne? Was ist denn hier? Was ist da hinten? Da gehen wir mal zum Dorf dahin, zum Bienenhaus dahinter, was es da sein soll. Was wir im Dorf hier haben. Was die Telefone. Informationen. Danke fürs Gesundheitssagen. Halt. Er war das. Keine Mission verfügbar. Ach, hier sind die ganzen Missionen zum Angucken. Okay. Aber ich würde sagen, bevor ich hier weiter rumehre, werde ich mal die Aufnahme beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen.